Er ist Österreichs Paradefantast, ein Meister magischer Momente. André Heller. Afrika, Afrika war eines der erfolgreichsten Showprojekte im deutschsprachigen Raum, das es mit der Neuauflage noch zu toppen gilt. Hellers Szenen, dem Publikum ein Staunen abzuringen. Es ist nicht im geringsten eine Wiederholung, es ist was ganz Neues von einer neuen Generation, die aus dem Internet Afrika, Afrika kennt und sich dann selber die verrücktesten, surrealsten, traumbeladensten Dinge beigebracht hat. Ein Engagement bedeutet für die Künstler nicht nur Anerkennung, sondern auch ein geregeltes Einkommen, von dem in Afrika Familien mit bis zu 30 Mitgliedern leben können, erzählt Choreograf Georges Momboye. Schon vor 8 Jahren war er für die artistische Umsetzung von Afrika, Afrika verantwortlich. People from Africa, they have their own story. Die Künstler kommen aus vielen verschiedenen Teilen Afrikas und jeder hat seine eigene Geschichte, kennt andere Tänze und Riten. Meine Aufgabe ist es, dass ich jedem von ihnen gerecht werde und aus dieser Fülle von afrikanischem Kulturgut eine Einheit schaffe, mit der jeder zufrieden ist. Das neue Programm vereint nicht nur Akrobatik und Tanz, sondern ist ein bunter Mix verschiedener Traditionen und Stile. So ist etwa auch der Gumboot Dance zu sehen, der Ende des 19. Jahrhunderts in den Gold- und Diamantenminen um Johannesburg entstanden ist. Das rhythmische Schlagen und Aufstampfen erzeugt eine eigene Klangsprache und hat damals der Kommunikation unter den Arbeitern gedient. Die größte Herausforderung ist es, die Ideen von André Heller zu realisieren. Seine Vorstellungen sind meistens sehr komplex. Er zeigt dir die Richtung, die du einschlagen musst, öffnet die Tür und sagt, da musst du hinein. Aber bist du erst einmal drinnen, gibt es viel zu tun, um seine Ideen zu verwirklichen. André Heller, Träumer und Realist, Ermöglicher. Ob als Aktionskünstler, Sänger, Schriftsteller oder Zirkusgründer. Seit mehr als 40 Jahren gelingt es ihm, auf möglichst hohem Niveau möglichst viele Menschen zu erreichen. Früh verstand Heller, ein Millionenpublikum zu begeistern, aber ebenso zu polarisieren. 2008 hatte Afrika Afrika künstlerisch für Furore gesorgt. Aber die vom Management vorgegebenen Vertragsbedingungen der Künstler standen in der Kritik, auch seitens Heller selbst. 2008 stieg er aus dem Projekt aus. Ich habe gelernt, man muss mit den Künstlern mehr reden. Man muss mit allen Beteiligten reden und muss ihnen sagen, ihr seid füreinander verantwortlich. Geht's behutsam miteinander um. Ein behutsames Miteinander ist Heller wichtig. Deshalb hat er auch für Afrika Afrika 2013 ein neues Management engagiert. Auch Programm, Arrangements und Effekte sind neu. Der Großteil der insgesamt 77 Künstler ist zum ersten Mal dabei. Statt in einem Zirkuszelt inszeniert Heller die Produktion als Theaterereignis mit insgesamt 18 Showacts, einer ausgeklügelten Lichttechnik und mehr als 140 Quadratmetern LED-Wänden. Wir haben diesen wunderbaren Heimatraum einer Bühne. Und dort stellen wir fast 200 Quadratmeter des am meisten entwickelten LED-Equipments auf. Wir haben das von der Beyoncé bekommen. Die war die Erste, die es verwendet hat. Und wir sind jetzt die Zweiten auf der Welt. Und damit kann man einen Sturz durch Träume, Bildräusche herstellen, die vollkommen neuartig sind. Heller inszeniert eine rauschhafte, funkelnde Revue, ein dadaistisches Varieté, wie er es selbst nennt, mit Gedichten von Hugo Ball. Dazu tanzen, jonglieren und springen, trommeln und singen die Künstler und Akrobaten. Ich habe den afrikanischen Künstlern erzählt,
welchen Einfluss bei uns Kritiker haben. Und da haben die gesagt, herrlich, die sollen kommen, die werden das lieben, die werden Hymnen schreiben. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas wie ein Unheil geben kann in der Kritik. Und das hat mir auch gefallen, weil ich bin auch so ein Angstkind. Die Afrikaner sind furchtlos. Lampenfieber kennen die Artisten keines, denn die Kunst Afrikas basiere immer auf drei Elementen, dem Spirituellen, dem Körper und dem Herzen, so Choreograf Momboye. Vor jedem Training, vor jeder Aufführung gibt es rituelle Respektsbezeugungen vor den schützenden und helfenden Geistern und Engeln. Vor jeder Aufführung und jeder Probe muss ich meine inneren Geister befragen. Die Verbindung zwischen mir und ihnen sind mein Kopf oder meine Füße. Entweder muss ich meine Kopfbedeckung abnehmen oder mein Hosenbein aufrollen. Dann erst kann ich eine Verbindung zu meinen inneren Geistern herstellen. Was auch immer ich mache, vorher muss ich sie kontaktieren. Because everything I have to do, before that I have to ask them first. Der Spirit Afrikas, glaubt man den Rezensenten der Deutschlandpremiere, hat ihn Heller tatsächlich beschworen.